Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des genoppten Steins. Heute beginnen wir den Vlog mit einer Bestellung aus Estland. Hier der Haley Carrier. Plus sage und schreibe 4-5 Steine. Dann haben wir das hier noch verkauft. Genau. Und was haben wir denn dann noch? Irgendwo müsste ein gebrauchtes Nexonite sein, genau. So. Einmal UVPs aufgerissen. Aber die Tüten sind noch komplett neu. Das lassen wir mal gleich hier draußen. Wird eh verpackt. Generell habe ich in letzter Zeit hier einen Haufen Lego-Sets, ganze Lego-Sets eingestellt. Hier ein paar Friends, Technic, City, diese Avengers-Sachen. Bisschen Ninjago. Hier zwei der Lego Movie 2 Sets mit Batman, der auch ganz cool ist. Genau, zweimal den Fuchsbau. Und ich glaube, die sind gar nicht eingestellt. Aber kann man noch machen. So, und dann haben wir hier noch zum Einstellen. Ah, das ist das Battle Cap. Genau. Ansonsten versuche ich zum Jahresende oder bis zum Jahresende einiges an den Sets hier zu verkaufen. Mal gucken, wie mir das gelingt. So, eine kleine Ausbeute aus dem Legoland. Ein paar große Haie. Zwei von diesen Adlern. Zwei Eisbären. Drei Laternenfische. Hier ein bisschen Sattel. Und diese Pferdedecken. Auch zusammen 31 Stück, 222 Euro. Ansonsten sieht es wieder ein bisschen chaotisch aus. Ich hatte vor 2 Wochen hier mal richtig aufgeräumt, aber hier überall diese leere Kartons. Die halte ich ganz gern mal auf der Seite. Um, wenn jetzt gerade so was wie der große Haley Carrier verschickt wird, dass ich das links und rechts in den Karton mache, um eben für den Versand gut gerüstet zu sein, dass da nichts kaputt geht. Genauso hier die ganzen Stunts-Sets. Hier müsste ich tatsächlich auch mal dran. Die ganzen Versandkartons. Genau hier. Gibt es auch einen Haufen Arbeit. Das sind meine gebrauchten Steine, die ich schon sortiert habe. Also hier die Tiles. 2x2 Tiles. Hier ein bisschen was. Dann haben wir hier ein bisschen was schon vorsortiert. Aber ich komme nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu. Hier sind ein paar Bricks zum Einstellen. Hier ein paar Plates. Und hier ganz viel Kleinkram. Also es sind schon ein paar hundert, paar tausend Steine, die sortiert sind. Auch hier einmal zwei Bricks. Aber es fehlt die Zeit. Ich einen Haufen Sets ausparte zurzeit. Und das geht eben ein bisschen schneller als hier die ganzen gebrauchten Steine. Zumal unten noch zig Kilo warten. Hier genauso Lego Minifiguren, Teile, Pflanzen. Dann habe ich hier ganz viele Minifiguren, Zubehör,
hier, das dürfte einer von meinen letzten beiden Beutel Zubehör sein. Dann kommen die Helme dran. Schaue ich halt, dass ich ab und zu was wegbekomme. Was ich auch noch entdeckt habe. Hier ganz viele Köpfe. Das sind auf jeden Fall auch so ein paar ältere Sachen dabei. Das ist eigentlich ganz interessant. Müsste ich mich auch mal durchfuchsen. Aber jetzt wird erstmal der PC hochgefahren. Und die Steine, die aus dem Lego-Land mitgekommen sind, werden gewogen und eingestellt. Ich habe gestern schon ein bisschen was gemacht und da zeige ich euch später dann mal noch eine Datei. Bis dahin geht's los. Hier habe ich schon mal die ersten Teile direkt abends, nachdem wir aus dem Legoland gekommen sind, hochgeladen. Und zwar hauptsächlich die Einzelteile, wird hier die Pferdedecken, die eigentlich ganz cool sind. Hier ein Sattel, dieser Anglerfisch hatte ich auch mal ganz viel bestellt, aber hat mir jemand aufgekauft. Deswegen habe ich mir nochmal drei mitgenommen, beziehungsweise mein Sohn hat die mitgenommen, eingesteckt. Zwei Eisbären, dann ein Adler, dann von den großen Haien. Dann haben wir hier ein paar Melonen, ein paar von diesen, was kann das sein, Zielscheiben. Dann hier eine Fliese mit einem Schweinchen drauf, diese Holztafel und hier diese Pflanzenteile. 500, 500, 200 und 733. Heißt, ist summa summarum 2600 Teile schon eingestellt mit einem Wert von 445. Im Legoland hatte ich ausgegeben knapp 400. Das heißt, allein durch die Sachen sollte ich das schon wieder drin haben. Wenn sich natürlich alles verkauft, wird sich natürlich nicht alles auf einmal verkaufen. Plus hier nochmal ein bisschen was. Das gab es ab einem Umsatz von 30 Euro dazu. Ja. Was das jetzt alles ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber kann ich euch gleich mal zeigen. Zum Beispiel hier diese Pflanzenteile in Dark Green. Hier meine super günstige Waage von G&G. Ich glaube 15 Euro hat die gekostet. Ich habe tatsächlich bei einem meiner Bricklink Shop Aufkäufe habe ich hier so eine relativ große und auch professionelle Zählwaage mitbekommen, aber ist mir tatsächlich viel zu sperrig, das Ding. Aber irgendwann, wenn ich mal Platz habe, werde ich die holen. Bei der ist es so, man muss mindestens 25 Steine abwiegen. Dann mache ich immer ein, zwei Steine und gucke, ob das auch wirklich funktioniert. 27, sehr gut. Machen wir das hier rein. 177. Dann nehme ich mir hier einen raus. Leg den hier unter meine kleine Kamera. Gehen wir hier auf hinzufügen. Hier ist die Kamera. Was sieht man? Da ist das Teil. Leertaste. Und dann zeigt er mir alle an. Da haben wir hier natürlich das. Die verschiedenen Farben, einmal Dark Green, hier unten haben wir neu, 177 und hinzufügen. Dann habe ich hier meinen Shop-Bestand importiert. Gehe hier auf Legoland die Liste,
Da ist das Ganze drin und dann schaue ich mal, ob ich die schon irgendwo hier habe. Weiter abschließen. Und wenn ich die haben sollte, dann müsste gleich das Remark kommen. Nee, habe ich nicht. Dann machen wir das hier in die A1334. A1334. Zack. Passt sogar rein. Schauen wir uns noch an. Jetzt geben wir den Preis rein. Im Schnitt 31,6. Machen wir 0,25 Cent das Stück. Und dann tun wir das später einstellen. So, ich habe mich jetzt mal an die Köpfe gewagt, hier ein paar sind schon in der Datei, 21 Stück, 15 Euro und macht jetzt erstmal alle fertig, hab da noch ein paar Köpfe und wenn alles fertig ist, lade ich das Ganze dann hoch. Vielleicht sieht man das dann im nächsten Vlog. Bis dann, danke fürs Zuschauen und ciao.